Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen auf rpgherben.de zu einem Sprite-Seeing, einem in Anführungsstrichen Retro-Let's Play, weil das Spiel, was wir gleich zocken werden, könnte aus der guten alten PlayStation-Vergangenheit stammen, ist aber ein Game, was 2020 rausgekommen ist und über das ich gestolpert bin von einem Entwickler namens Puppet Combo, das wieder an die gute alte PlayStation 1 Horrorzeit zurückgreift, namens Murder House. Und ich hatte kurz was drüber gesehen und ich wollte eh mal wieder was Oldschooliges zocken. Aber etwas, was ich noch nicht kenne, potenziell. Und komm, wenn ich das schon mache, machen wir das gemeinsam. Murder House, also von dem, was ich gesehen habe, es sieht ein bisschen Resident Evil-ig, Silent Hill-ig aus, aber bewusst oldschool hier gemacht. Wir gehen mal kurz auf die Settings hier. Es gibt jede Menge verschiedene Filter, die man dazu packen kann. Hier zum Beispiel ein VHS-Filter, ein PlayStation-Filter, den ich gerade anhabe, eine geliehene Videokassette, 16mm-Film mit sehr großem Rauschen, schwarz-weiß oder gar keine Effekte hier. Ich hatte die, glaube ich, können wir mal auf PS6 gelassen, da sieht es wahrscheinlich ein bisschen gröber aufgelöst aus. Und man kann sich das Format der Bildröhre, CRT, dann hier aus. Und ich habe gerade die Projektoreinstellung mit so ein bisschen Rauschen, man kann es erkennen. Ich will mal gleich gucken, weil eigentlich, oder man kann es auch komplett abschalten, so wie hier, eigentlich von wegen YouTube-Kompression, weil je mehr Filter man wie sowas hier da reinpackt, es kann, also der Stimmung, für die Stimmung ist es toll, ne? Composite-Signal, Scanlines, das sind tatsächlich sehr, sehr gute Filter, muss ich ja sagen. Also sowas hätte ich auch gerne in Emulatoren mal drin. Zum Zocken. Allerdings für eine YouTube-Aufnahme ist es hinderlich, wenn wir zum Beispiel hier ein Composite-Signal plus eine geliehene Videokassette oder sowas draus machen. Ich werde eventuell damit ein bisschen herumschieben. Ich würde mal anfangen und es auf PlayStation lassen mit so ein bisschen gröberer Auflösung. Und die Scanlines sehen aber auch ganz cool aus. Aber wobei, komm, lass uns mal bei Projektor bleiben, weil da gibt es ein bisschen Rauschen. Das geht noch okay. Ich habe eine Testaufnahme gemacht. Das sollte passen. Eventuell wechseln wir so ein bisschen hin und her. Input-Settings habe ich für mich schon gemacht. Ich spiele jetzt hier mit dem Controller. Bei Steuerung hätte ich mir noch mal konkret angucken sollen. Aber jetzt ist auch egal. Gehen wir rein. Mal sehen, was uns im Murder House erwartet. Holy shit. Sie kamen für die Story. Die Story kam aber für sie. A game by Puppet Combo. Let's do this. New game. Oh, und schön. Sieht fast aus wie so ein Tracking. Eine Tracking-Anzeige vom Videorekorder. Puppet Combo presents. Tolle Musik übrigens. Okay, kid. You're next. Okay. Ja. Was ist das? You're next. Okay. 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 Come on, kid. Get your ass up there. Aber ich will nicht. Oh Gott, das fängt ja schon mal gut an, ey. Holy shit. Okay, okay. Wir machen das, was der nette Mann im... Ich hoffe, dass es ein Anzug ist. Hasenanzug hier macht. Smile, kid. Ich lache. Say cheese. Cheese. Ostern 1986. Sag mal, Ostern an Mitternacht oder was ist das? What the fuck? Das war mein Traum vom Osterfest 1986. Wie alt war ich da? In 86 war ich 8 Jahre alt. Also kann es vielleicht passen mit der Größe des Jugendlichen, des Kindes. 8 Jahre, könnte ja ungefähr gewesen sein da. Ich muss eingeschlafen sein. Wo bist du denn? In einem Sarg? Nein, in einer Fotokabine bist du eingepennt. Hä? Oh, ich kann laufen.
Ach, da bin ich ja. Verdammt, ich bin da. Okay, alles klar. Panzersteuerung. Mom ist die Mall zu, das Einkaufszentrum. Lass mich mal kurz gucken. Okay, viel außer den Settings kann ich hier nicht machen. Mit Select komme ich aufs Inventory. Justin bin ich mit dem Vukuhila. Fein geht's mir noch. Mein Inventory ist leider leer. Oh, mit dem R-Button kann ich in die Ego-Perspektive gehen und mich umschauen. Kann ich das, kann ich nochmal invertieren hier? Merke ich da gerade. Für die Ego-Ansicht wäre es ganz praktisch. Invert while on ist da eigentlich an. Oder ist hier das invertiert umgedreht? Obwohl, wir lassen es einmal an. Vielleicht passt es ja dann doch. Ich will da nichts unnötig ändern. So, mit dem R-Button. Obwohl, hier ist jetzt nicht invertiert. Egal. Also, ach, mit L geht das Gleiche. Ah, okay, und mit den L2-R2-Buttons. Mit L2 komme ich hinter Justin und mit R2 komme ich weit weg von Justin. Also kann ich da die Kamera ein bisschen den Blickwinkel anpassen, ob ich lieber diese... Obwohl, nee, okay, das ist die Standardansicht und mit L2 komme ich ran. Mit 4 kann ich laufen. Panzersteuerung, X-Sachen zum Auswählen. Dreieck ist auch das Inventory. Mom, wo bist du? Hast du mich allein gelassen? So ein schöner Silent Hill Vibe. Also, wo haben wir angefangen in der Mall? Bei Silent Hill 3. No? Aber da war es nicht Justin, sondern Heather. Ist da aufgewacht. Alter Verwalter, das ist mega creepy. So nachts in einer verlassenen Mall aufwachen, wo ich dann den Traum hatte vom Osterhasi. Dollar Quest, kann die Kamera näher dranbleiben, bitte? Ah, dazu muss ich aber den L-Button gedrückt halten, okay. Dollar Quest. Ich träume immer noch. Guck mal, Ronalds. McRonalds. Ich esse ja lieber im McDowells, muss ich sagen. Welcher Film? Ach, wisst ihr alle. Brauche ich eigentlich gar nicht erst fragen. Ja, so ein bisschen Silent Hill 3. Oasis haben auch hier ihren Laden. It's closed. Das ist auch nur ein Stück Pappe. Also eine Textur. Boah, guck mal, wie quer das Gatter hier erscheint. Der Sound ist exzellent, muss ich sagen. Oh, kann ich hier drunten durch? Security Gate. Looks like I can crawl under it. Ich probiere L2, R3, L3. Kreis gedrückt. Oh, ich muss einfach nur X drücken. Okay, benutzen also. Ich dachte, es gibt einen Crawl-Button. Aber den gab es nicht. Auch in Silent Hill 1 ist man durch so eine verlassene Mall kurz gegangen, ne? Bevor man gegen diese riesige Motte kämpft. Der Sound ist top, aber. Haben sie richtig gut hinbekommen. Was gibt's hier? 30% Sale. Und zu dem Sale können wir auch Segel haben. Hier haben wir mit dem Osterhasen die Fotos gemacht. Ach, das war keine dunkle Nacht, sondern es war einfach nur ein dunkles Einkaufszentrum. Jetzt ist es wirklich sehr leer hier. Okay. Kann ich zum Osterhasi hin? Der träumt noch 100 Pro. Na gut, nicht 100 Pro. Sagen wir mal 95 Pro. Und so langsam schwindet mir auch das Bewusstsein. Oh, da liegt was. Oh, da liegt was Süßes. Nimm's mal. Oh, will you take it? Ich habe den Schlüssel mitgenommen. Inventory Items kann man so benutzen. Ich wundere mich, was es aufmacht. Ja, immerhin, dass wir da einen Schlüssel gefunden haben, ist ganz gut. Ich hatte den Eindruck, dass hier das Bild auch gerade schlechter wird. Warte mal. Jetzt können wir mal ein bisschen spielen mit den Sachen. Ey! Okay. Entschuldigung. CRT. Okay, dann... Moment. Projektor macht nicht nur ein leichtes Rauschen rein, sondern das Rattern des Projektors. Ich habe gedacht, der Soundeffekt gehört dazu, damit wir das bisschen Rauschen haben, aber der Soundeffekt wird dazugepackt, wenn wir CRT-Projektor nehmen. Was für ein Quatsch. Also es passt ja irgendwie, aber okay, gut, dass wir es jetzt herausgefunden haben und nicht später.
aber VHS kommt noch so ein bisschen. Es, beeinflusst auch den Sound. Oh, und guck mal hier, schön die Artefakte beim Text. Mal sehen. Oh, holy shit. Holy shit, das geht ab hier. Das geht hier richtig ab. Das war so Bildqualität wie bei Game One, bevor wir auf 16:9 umgestellt haben und HD. Nein, nicht ganz. Aber wir haben sehr lange Jahre noch mit 4:3 gearbeitet. Den Look mag ich irgendwie. Na gut, wie gesagt, ich werde das nicht allzu lange drin lassen, weil von wegen YouTube-Kompression und so weiter. Das sind feinmaschige Filter, nicht das Beste, leider. Und die Scanlines, die sehen besser im Menü aus, ne? Und es macht das Ganze auch noch sehr, sehr dunkel. Wir bleiben mal bei... Ja, es ist eigentlich... Also PSX macht nicht so einen großen Unterschied. Ich habe den Eindruck, als ob es ein bisschen kantiger ist, eventuell. Oder, ah, vielleicht kann das auch die Farbtiefe sein. Warte mal. Ich guck mal ins Gitter kurz. Okay, PSX habe ich jetzt und das Gitter ist verzogen. Ich mache es aus. Gitter ist immer noch verzogen. Okay, also es macht nicht zusätzliche Geschichten rein. Kann ich hier Brightness? Ist das sinnig? Video Settings 1:3. Ja, es wird, hier wird schon zu viel. Ja, man kann gut was erkennen jetzt natürlich. Oh, und es ist standardmäßig schon viel. Ah, warte mal. Könnte das das PSX sein? Ah, okay, der Rasterfilter. Der Rasterfilter ist PSX. Genau, dieses, das Dithering, also das Ineinanderlaufen von Farben. Ah, ich verstehe. Warte mal, es geht die Helligkeit runter. Ich glaube, 1,3 war ganz gut. Das PlayStation-Raster hat es nochmal. Okay, jetzt sehen wir die richtige Auflösung hier. Ne, dann war PSX war dann doch ganz gut. Ah, wobei, ist das schon zu viel Raster? Also, es schaut bei meiner Testaufnahme damit eigentlich ganz gut aus. Aber ich wollte größtenteils also Filtergedöns verzichten. Bleiben wir erstmal dabei. Bleiben wir einfach erstmal dabei, bevor wir jetzt zu lange rödeln. Und lass uns herausfinden, wo der Schlüssel ist. Mann, 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 Mann. Ah, könnt ihr für das Gitter hier sein? This one is locked. It's unlocked. Okay, ich mag es nicht, wenn die Kamera vor mir ist. Lieber im Rücken. Also, wir haben das Jahr 1986. Wir haben gerade an Ostern ein Foto mit dem Osterhasi gemacht und sind dann in der Fotokabine aufgewacht. Niemand ist hier in der Mall, die riesig ist. Boah, aber es ist, das muss mega spooky sein, in so einer verlassenen Mall dann drin zu sein. Unser Mamitschka ist weg. Ist nicht mitgekommen. Nicht mitgekommen. Oh Gott, jetzt hat die Kamera von alleine gedreht. Sind da Leute? Ach du Scheiße, was ist das? Was ist das? Einige creepy Mannequins. Warum haben sie nichts an? Direkt vor dem Gears-Laden. Oh Gott, die werden mich gleich verfolgen, oder? Oh fuck, lauf! Lauf, Jonathan! Jonathan hieß, nee, Justin, Entschuldigung. Nicht Jonathan. Lauf, Justin. Oh, die Musik hat aufgehört. Das heißt nichts Gutes. Hier muss es einen Weg rausgeben. Ich hoffe es. Ist das schon das titelgebende Mörderhaus? Kann ich, oh, da ist ein Ausgang. Ich check mal. Das Exit. Ha, Türanimation. Oh Gott, ist es hier jetzt hinten in der Mall bei Dead Rising? Immerhin gibt es hier Licht. It's locked. Was steht hier drauf? Authorized personnel only. Eine Map gab es nicht, ne? Nee, kommt man nur hier in das Menü rein. Dass der Projektorfilter auch den Sound macht, ey. It's locked. Steht hier was drauf? Nein. Ein bisschen also wirklich wie die Gänge hinten bei Dead Rising beim ersten. Ach, oh, verschlossen. Was ist das? Ist die Toilette? Eine Frauentoilette oder so? Die ist offen. Oh, fuck. Oh, shit.
Und sauber macht man hier auch anscheinend nicht oft. Should I hide? Yes. Alter, ich kann mich auch verstecken. Seems like a good hiding place. I could peek out with the... Okay, when I'm finished hiding, I could exit with the menu. Okay, mit dem Button kann ich hier gucken. Und so kann ich mich umschauen. Ich muss mich also verstecken. Oh nein! Clock. Oh Gott, wie viel Toilette ist denn hier? Clock Tower lässt grüßen. Oh Gott, Clock Tower lässt grüßen, ey. Also es gibt eine Hide-Mechanik. Oder nicht nur Clock Tower, sondern auch... Wie hieß es? White Day, genau. Das Spiel an der Horrorspiel an der koreanischen Schule, wo man vom verrückten Hausmeister verfolgt wird. It's locked. Soll das so sein oder ist das nur die Texturenverzerrung? Okay, ich glaube, die haben es hier ein bisschen übertrieben mit der PlayStation-Texturenverzerrung. Ganz so enorm war es eigentlich nicht auf der PlayStation wie hier. Das war nur, weil der Z-Buffer nicht richtig gerendert wurde, aber okay. Oder ist es bewusst creepy? Gott, gleich kommt der Scherenmann. Oh, der Scherenmann, da kommt er. Oh, fuck. Warum? Warum kommst du, Scherenmann? Hasenmann. Gott, wo ist die Toilette? Da. Toilette, hilf mir. Oh Gott. Oh Gott. Ich sag's auch noch. Ich habe extra einen anderen Stall genommen. Er hat die Tür abgeschlossen. There's no escape. Oh Gott. Oh, er ist direkt daneben. Oh nein, oh nein, oh nein. Er kriegt mich gleich. Oh, er guckt. Oh nein, er guckt links, er guckt rechts. Oh fuck, ich bin tot. Ist er raus? Oh Gott, ich gehe raus. Ich gehe raus. Oh nein, 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 nein. It's locked, was? Wieso? Ach ja, er hat abgeschlossen. Oh, dafür ist die Tür offen. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, no. Snackautomat. Nie die Tür im Rücken, ey. There's a keypad, try it. Vier, zwei, drei, eins, fünf. Nee, keine Ahnung. Oh Gott, der kommt gleich. Oh, hier kann ich, okay, da kann ich durch. Nein, ich gehe wieder zurück. Nope. Okay, ich merke mir, das kann ich hier irgendwo speichern eigentlich? Oder ist das ein Autosave oder Insta-Death? Jetzt oh, ich kann nirgendwo hin sonst. Save irgendwas? Nein, ne? Fuck. Fuck. Oh Gott. Na? Flashlight. Okay. Took the flashlight.
Oh, ich muss mal kurz durchatmen, Leute. Also, Flash Live. Okay. Oh, kann man mal benutzen. Oh, mit Kreis kann ich das anmachen, okay. Ich hoffe, das hat nicht dann irgendwie limitierte Anwendung oder so. War ich hier gerade? Okay, es wird blockiert von einem Regal der Weg. Oh, die Steuerung, ey. Oh, legt der Screwdriver. Ah, kann ich das Regal aufschrauben damit? Okay, das Regal war es nicht. Oh, dieser Sound. Malaka. Wieso? Fernseher. Okay, hier geht's durch. Steht hier was drauf? Circuit Breaker or something. XTL? Was? Back? Okay, und jetzt gibt's hier keinen Sound. Circuit Breaker or something. You've unlocked it. Ah, diese Tür. Okay, warte mal. Sind wir nicht hier reingegangen? Sind wir einmal drumherum? Oh, oh, da blutet was, oder? Just some lockers. Das sieht hier rot aus, oder? Ja, ne, manche von denen sind rot. Just some lockers. Einfach nur ein paar Schränke. Das ist das nicht. Was ist das? Oh Gott, muss das... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, okay. Oh nein. Okay. It's empty. Ah! Ah, I can't reach it. Ach, sehr gut. So, there's a key here. Tiny key. 1024 steht drauf. Vielleicht für einen der Locker oder so. Ist das Licht weniger geworden? Can't use this here. Kann ich mir die Nummern irgendwo anschauen? Muss ich das aufschreiben? Nein, ne? 1024. Ah, oder könnte das für die andere Tür sein? Nicht für die Lockers hier. Warte mal. Ne, wir brauchen...
Wir können die andere Tür nehmen. Die Tür mit dem Codeschloss. Die war hier, oder? Es ist keine Null hier. Okay. Ich dachte, oh, ich hatte auf den anderen, da ist auch ein Schlüsselloch da drunter. Und ich kann das dann benutzen. Mir wird nur die Locker einfallen. Oh, falsch rum. Noch ist der Hase nicht da. Also, was könnte denn die Locker. Vielleicht hier direkt? Kann ich irgendwo eine Nummer sehen? Kann ich das mit der Grafik hier erkennen? Ah! Okay, das war Glück jetzt. Das war wirklich Glück. SS 34, nee, 5534, 5534, okay, dann ist das für die, das ist die Nummer dann. Ich kapiere es. Das war jetzt, okay, ich hätte jetzt einfach hier rumprobiert und ich dachte, kann man es irgendwo sich angucken. Gott, ich hoffe, der Hase ist da nicht drin. 5534, ne? Was hier? Okay. It unlocked, okay. Okay, here goes nothing. Was ist denn hier los? Okay. Schöne Musik. Ein bisschen Kaffee für mich. Flyers. Schreibt man Flyer nicht an, ne? Also, oh, Flyer-Alarm. Aber ist die Mehrzahl von Flyers mit IE, ne? Nur relevant für die Mall Employees. Eine alte Mikrowelle. Da bewegt sich was. Ein Kühlschrank. Es wäre nicht höflich, das Essen von jemandem mitzunehmen. Was ist das? Ah, so ein Typ! Ja, hilf mir, der Osterhase will mich töten. Er will mich umbringen, Juan. Whoa, calm down. How did you get in here? Ja, wie bin ich reingekommen? Mit dem Schlüssel. Ich muss sagen, Justin ist sehr beisammen dafür, dass er gerade versucht wurde, vom Osterhasen umgebracht zu werden. Hold on. There's a phone in here. Let me go check it out and you wait here. There's no phone in here. Also no phone in here. Das anyways hat er gar nicht gesagt in der Sprachausgabe, ne? No, don't go. He's going to get you. I'll take care of him. You'll be safe here. I'll lock the door. No, wait. Tja, es war schön, dich kennenzulernen. Hat er mich eingeschlossen jetzt? Ich kann hier gar nicht raus, ne? Diese Musik, ey. Look out the window. Okay. Ach du Scheiße. Oh oh. The lights, I better hide. Okay, wo? Unterm Tisch. Oh Gott, das war der... nicht der beste Platz, um sich zu verstecken, oder? Oh, fuck. Oh, fuck. Und der ganze Strom ist aus, ne? Oh, Justin, beweg dich nicht. Oh, Justin. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, Justin. Justin! Oh nein!
Malacca. Mörderhaus. Das war nur das Intro. Boah, er hat mich zerschlissen. Der Osterhasi. Tolle Musik. Wirklich sehr, sehr gute Musik. Mit Dan Weisenberger. Kelsey Puckett. Boah, wie gut ist die Musik. Devontae Johnson. Sarah Novak. David Horwitz, Vincent Sullivan. Und, ach, Jacksepticeye. Ah, okay. Der hat Janitor Jack gesprochen. Na gut, das wirkt auch so ein bisschen wie ein Spiel. Okay, jetzt mache ich mal Musik. MXXN, Clement Panchou, das für einen Streamer gemacht wurde, oder mit dem Streamer. Blood Machine hat Easter Bunny Design gemacht, ja. Dave Bruno, Death Animations. Death Animations? Okay, und jetzt kommen die ganzen Leute hier, die das mitgemacht haben. Alter, okay, der Soundtrack ist notiert, den hole ich mir separat, der ist toll. Das ist so ein Spiel, das hat wahrscheinlich Simon schon mal gespielt in seiner Horrorreihe oder so, ne? Wirkt sehr nach seiner Kragenweite. Benedetto Cocuzza designt. Okay, und jetzt? Present Day, 1987. Ah ja, 86 haben wir angefangen, da wurden wir umgebracht als Justin. Immerhin ist Tag jetzt. Na, der Mörderhase ist nach Hause gegangen, nach Hause gefahren. Oh, ist, ah, das berühmte Nachrichtenteam. Wir gehen hier los und erkunden. Keiner hat sich hat je was von diesem Haus gehört und wir machen Reportage. Wir sehen wirklich wie so ein Reporter-Team. Wir sind anscheinend da. Ew, this place? I can't believe I went from the news desk to this. You're lucky you have this after the incident with the poodle. That could have happened to anyone. All right, let's get started. We don't have all day. Where the hell is the real estate agent? Who? I gave him 50 bucks to let us shoot this story. There's his car. Where the hell is he? Hey, intern. What's your name again? Oh, sie sind nicht so nett mit den Praktikanten hier. Die Nachrichtenproduzenten. Emma. Yeah, Emma. Make yourself useful and find us a way in. Die Zigarette war gerade in seinem Kopf. This is literally the worst day. Der schlechteste Tag, um mein Praktikum zu beginnen. Ich habe mir eine Sehne gezerrt beim Lauftraining und ich glaube nicht, dass ich für lange Zeit laufen kann. Sobald meine Stamina weg ist, muss ich eine kurze Pause machen und kann danach wieder laufen. Okay, ich spiele also... Ah, Stamina-Balken. Ich sehe. Ah, schau's dir an. Genau, also spiele ich jetzt die Praktikantin. Emma, hieß sie. Interessant, also dadurch, dass es ein anderer Charakter ist und clevere Idee, einen Stamina-Balken damit einzuführen. Kann ich mit euch sprechen? Das ist wirklich groß. Chop, chop! We don't have all day! Der Kameramann. Ja gut, schauen wir uns um. Also Leute, ihr wollt im Mörderhaus drehen, ne? Wir wissen nicht, wo der Makler ist, der Real Estate Agent. Es ist abgeschlossen. Kommen wir durchs Fenster rein. Es ist wirklich schmutzig, ich kann da nicht reinsehen. Und es ist auch sehr verpixelt, muss man sagen. Der gottverdammte Hase hat mich geslasht, ey. Aber mit Stacheldraht drumherum. Ja, wie wir wissen, schön hinten mal schauen im Haus. Ah, und da war meine Stamina fertig. Aber ich kann schon wieder laufen, sobald sie ein bisschen hoch geht. Da, eindeutig. Na? Auch abgeschlossen.
Oh, vielleicht ist das ein Pavillon oder ist das ein Garten? Ah, es ist ein Garten. Garten, nennt man das Laube? Nein, so ein Garten ist nicht ganz ein Haus, ne? Das ist wie, oh, da sehe ich den Schlüssel. Das ist das von Phantasmagoria 1, wo der eine seine Frau mit dem, mit der Schaufel dann eine geschaufelt hat. Okay, bin ich jetzt schon drin? Looks like a gun, I can't reach it from here. Achso, ich bin noch draußen, die Kamera ist nur eingeschlossen. Okay, wie komme ich denn rein? Okay, also das ist eine Knarre. Ach, da ist ein Eingang. Gate is locked tight. Okay, also auch nichts für mich. Also wir haben da schon mal eine Knarre. Wieso ist denn die Kamera da eingesperrt? Verdammte Achse. So, jetzt schon besser. Okay, dann... Oh, hier können wir durch. Basement Window. Oh Gott. Oh nein, ich kann hier rein. Ich kann nicht glauben, dass ich in ein Haus einbreche. Es ist wirklich creepy hier. Kisten sind hier. Matratzen. Das alles, was man in einem Mörderhaus gerne so drin hat. Okay, empty cabinet would make a great hiding spot. Oh, da ist was. Oder? Das leuchtet doch da, oder? It's locked. Okay. Ist das richtig? Ich glaube, hier muss ich wohl die Helligkeit hochdrehen, habe ich den Eindruck. Nö. Warte mal. 1,6? Nee. Helligkeit bringt nichts. Von da bin ich gekommen. Ja. Okay, also, okay, warte mal, die Helligkeit runter, also, es ist mehr das Gamma, was hier hochgepackt wird und nicht die Helligkeit an sich. Aber mit dem Gamma ist es okay. Da muss man sich wohl hier so ein bisschen, oh, habe ich ein, ah, warte mal, vielleicht gibt es ja auch eine Lampe, die ich finden kann, bevor ich hier reingehe. Ich habe mich eventuell nicht ganz komplett umgeschaut. Feuchte Matratzen, oh Gott. Alleine diese Wortkombination. Ah, das ist eine andere Tür. Ganz schrecklich für mich. Feuchte Matratzen, ey. Na, klebt man nicht dran. Bonnie, nein. Becky? Emma. Komme ich denn auf was mit B? Okay, ist ein anderer Raum hier. Ist ein bisschen... Ja, die... Twin-Stick sage ich schon. Die Panzersteuerung ist ein bisschen ungelenk, vor allem weil die Kamera auch so rumflöte die ganze Zeit. Ah, ich hätte einfach hier dann entlang gehen können. Okay, das ist nur der Gang, dann können wir hier hoch. Ich möchte aber nicht hoch ins Mordhaus. Oh, fuck. Empty cabinet, nothing of interest. Viele Türen. Oh, somebody left a note, Entschuldigung. Hey, es ist Jerry, der Makler. Es scheint so, als ob jemand das Schloss zerbrochen hat am Fenster hinten im Keller und ist ins Haus eingedrungen, seitdem ich das letzte Mal hier war. Sie haben die verdammte Sicherung gestohlen, also gibt es hier keinen Strom. Macht euch aber keine Sorgen, ich weiß, dass hier irgendwo auch noch eine Sicherung ist. Ich habe die Vordertür offen gelassen, falls ich euch nicht hören sollte, wenn ihr ankommt. Schreit einfach nach mir, wenn ihr reinkommt. Okay, das ist nicht gut, weil die Vordertür war zu. I've unlocked it. Okay, ist das die Vordertür? Ah, das ist die Außentür. Okay. Okay, Leute, ja gut, dann komm mal mit. Oh Gott, die sind alle nicht mehr da, oder? Die sind alle nicht mehr da. Doch, da sind sie alle. Die sind alle noch da. Schön mit seinem Rauch hier. It's so gross here. Ich habe die Tür aufgemacht. Chop, chop. We don't have all day.
Ja, was? Kommt doch mit. Don't ask me. I'm just the camera guy. Okay, also ihr braucht doch wirklich die Vordertür. Ihr wollt nicht 5 Meter da hinten rein. Okay. Okay. Ihr seid ja vom Fernsehen, ihr müsst es wissen. You gotta know. Von hier sind wir gekommen. Ich kann es nicht öffnen. Der Türknauf fehlt. Hier fehlt er nicht. Oh Gott, ist das auch eine Tür? Es ist abgeschlossen. Scheint ein simples Schloss zu sein, aber ohne einen Schlüssel kann ich rein. Wohnt hier Harry Potter unter der Treppe? Das ist doch eindeutig, da wohnt doch eindeutig Harry Potter hier, ne? Bei Gleis 9 3 Viertel. Nein, das war doch, der hat ja direkt unter der Treppe gewohnt. Was ist denn die Vordertür? Ist es die hier? Oh Gott, muss das hier so aussehen? Ne, es ist nicht die Vordertür, oder? Ach, das bin ich wieder in der Küche, okay. Es loopt hier herum. Bevor ich in den ersten Stock gehe und da das Murder Bunny auf mich wartet. Stack of Boxes. Warte mal, wenn da die Treppe ist, muss die Vordertür hier sein zu meiner Rechten, oder? I've unlocked it. Good work, you got in. Did you see that goddamn real estate agent? No, the house is empty. That bastard. I should have given you the 50 bucks. Ew, it's musty. Es ist musty. Chop, chop, it's time to hustle. Grab all the equipment in the van and get it in there. We're gonna set up. Okay, also Praktikant greift das Equipment. Also als ich Praktikant beim Fernsehen war, die ist ja in der gleichen Position wie ich fast, ich habe auch das Produktionsauto waschen dürfen. Oder Equipment getragen natürlich. Grab one of the cases, ja. Praktikantenarbeit. Jetzt passt die Musik nicht ganz zu dem, was wir hören. I hope this hard work pays off. Nee, wahrscheinlich nicht, meine Liebe. Du wirst nicht besonders viel übers Fernsehen. Doch, du wirst schon einiges übers Fernsehen lernen wahrscheinlich, wenn du hier in so einer TV-Produktion für Nachrichten dabei bist. Aber das, was du hauptsächlich erkennen wirst, ist, dass man da auch nur mit Wasser kocht. Das ist alles kein Hexenwerk. Musik ist cool, passt hier aber nicht so ganz gerade in dieser Szene. Okay, finished. Ich möchte das nie wieder machen. Das ist genau das Richtige zu sagen an deinem ersten Tag oder zu denken. Bauen wir hier, okay, die Strahler auf. Die Lichter sind da, aber es gibt hier keinen Strom. Verdammt, ihr habt hier keine Akkus? Na, egal, na gut. Ja, ich bin wahrscheinlich bei einem Außendreh, aber na gut, die haben nicht dran gedacht, dass sie außerhalb vom Haus drehen, aber sonst hätte ein Kamerateam ja eigentlich auch Akkus dabei haben können. Egal, ich erzähle es besser jemanden. Den Leuten hier. This is a cool house. Findest du? So cool finde ich das nicht. It's musty. I hate every second of this. Und er raucht im Haus. What are you waiting around for? Turn on those lights and let's get rolling. The power's out. We'll turn it back on. I don't know how. Figure something out. Ich hätte jetzt an den Keller gedacht, aber wir waren im Keller und ich habe jetzt keinen... Oder ist da ein Stromkasten, den ich nicht gesehen habe? Aber ich war noch nicht da oben, ne? War man die Tür? Die waren abgeschlossen. Gleis 9 3 Viertel auch nichts. Oh, fuck.
Es ist so dunkel hier. Oh, it's locked. Oh, ich mag das nicht. Ich frage mich, was hier bin ich abkratze, ey. Oh, da ist ein Zoom. Oida, was ist das für ein Zoom? Great hiding spot, merken. Als ob ich beobachtet werde gerade, ne? Als ob ich beobachtet werde. Oh, ich kann die aussuchen, wo ich gucke. Ist ja fast schon Shenmue. Mit nur ein bisschen bleh. All junk. Ich schätze, es ist abgeschlossen. Ist das wirklich abgeschlossen? Und jetzt ist hier was aufgetaucht? Nein. Na gut. Interessante Mechanik. Wirklich fast schon Shenmue-esque. Nothing. Some junk. Nothing. Abgeschlossen. Okay, da, warte mal, das war ein komplettes. Just some junk. Trashed cupboard, nothing inside. Hier könnte man sich gut verstecken. Müssen uns alles merken, ey. Hier. Ach ne, hier kann man sich gut verstecken, ne? It's locked. Alrighty, Emma. Oh, Gott. Irgendwo muss ja der Mörder sein. Und sein Opfer. Oh Gott. Da ist das Tape von Mary. Ohne Cabinet, ne? Huh? Da scheint was dahinter zu sein. Ich kann es nicht alleine bewegen. Okay, da ist, ja, da ist ein Loch dahinter. Ein Fernseher, keine Power. Nix. Ah, oh, aua, Sicherung. Ich hoffe, es ist die richtige Größe. Wir haben eine Sicherung gefunden. Das ist doch mal was. Aber wo kann er, also die Mörder sind dann hinter der Wand da versteckt. Was ist hier? Ein Bleistift. Oh Gott, dem ramme ich den Mörder in den Hals. Need to find something to use this on. Das andere ist die Sicherung. Hier kann ich mich gut verstecken. Auch unterm Bett. Nee, das Bett ist, hat einen kompletten Rahmen drumherum. Verstecken ist da nicht so gut. Malaka! Nee, ich gehe. Oh Gott, da ist jemand langgelaufen. Ihr habt es gesehen, oder? Oh Gott, und es geht noch weiter hoch. Oh, ich traue mich nicht. Kann ich wieder runter zu euch? Oh, es ist nicht cool. Da ist jemand hochgelaufen. Leute, da ist jemand. Scheiße, und es ist nicht einer von euch, ne? Es steht alle hier unten. Hey, Tom. Ups. Do you know how you can turn the power on? The power? I don't know anything about that. Maybe look for a fuse box? Hey, Tom. Do you know how to turn the power on? Okay, fuse box. Also, ein Sicherungskasten. I hate every second of this. Das glaube ich dir. Get the power on. We don't have all day. Es muss eigentlich im Keller sein. Ich will nicht aufs Dach. Es ergibt hier keinen. Oder? Haben Häuser einen Sicherungskasten auf dem Dach? Nee, ne? Muss hier im Keller sein eigentlich. Irgendwo, wenn ich. Da war. Was war da unten? Oh fuck, der Mörder könnte jetzt hier schon sein. Da ist ein Sicherungskasten. Da. Average Shoes Box. Gar nicht gesehen. Ah, die Waschmaschine läuft. Ist da was drin im Trockner? Oh Gott, da ist ein abgetrennter Kopf drin. Oder so, ne? Something is banging by this. Da ist ein abgetrennter Kopf, der gerade gewaschen wird. So, dann gehen wir wieder zurück.
zu den Leuten. Okay. Wo seid ihr denn, Kollegas? Achso, can't open it. Hier, ne? Falls die jetzt nicht schon alle tot sind. Ich komme irgendwo hin, da überall ist nur Blut und Leichenteile. Oh! Oder auch nicht, the power's back on. Let's get it started. Everything's set, Tom? Yep. Lighting's ready. The camera's rolling. Hey, Gary, I was thinking we could... I don't pay you to think, Dana. I pay you to read the goddamn script. I hate this job. Well, pull it together. Ready, everyone? All right. Action. Anthony Smith, more commonly known as the Easter Ripper. Der Ripper. Der Osterripper. Gott, jetzt. Holy shit. Channel 9 News. Oder ist es Channel 6 und der hat dann das Logo falsch rum drauf. The mere mention of his name sends shivers up the spines of parents across the country. His horrible murder spree leaving lives shattered and families ripped apart. Und dafür geht ihr in das Mörderhaus hier rein? Tonight we'll go inside his vacant home, where 11 innocent children spent their final moments in agonizing pain and terror. Moment, das ist das Haus vom Serienkiller Easter Bunny, wo 11 Kinder umgebracht wurden? Oder habt ihr euch einfach ein Haus genommen, wo ihr das jetzt erzählt? Von wegen Integrität bei den Nachrichten oder so. Aber ihr seid doch nicht ernsthaft jetzt hier in das Haus reingegangen. Untouched since those horrible crimes 8 years ago, some say his spirit still haunts the home till this day. I'm Dana Turner and this is a News 9 special report. Okay, es ist nicht News 6 mit dem falschen Logo, es sind die News 9. Silenced tears inside the home of serial killer Anthony Smith. Cut. Let's take a break. Nach einem Aufsager? Gary, I think I want to redo the line where... This isn't 60 Minutes, Dana. It's Channel fucking 9. We're not here to win a Pulitzer. Aber lass doch gern einen zweiten Take machen, wenn schon mal aufgebaut ist. Ein zur Safety. Fine. I'm going to find a place in this gross house to fix my makeup. Oh. Okay. Keine Ahnung, wo die jetzt alle sind. Ah, der raucht auch hier. A greasy fridge. Achso, ich habe hinter ihn geguckt. This is a great opportunity for you. Put in a little extra effort and you can really get ahead. If you know what I mean. Ey, du Schmierfink. Okay, I'll keep that in mind. Where the hell is Dana? I don't want to wait around all day. Gucken wir mal im Keller nach. Ja, oder auch hier mal. Wir haben ganz, ganz oben noch nicht geschaut, ne? Oh Gott, der Kopf, der abgetrennte Kopf hier immer noch. Der abgetrennte Kopf vom Real Estate Agent. Ah, da ist er. Hey, sweetie, I'm so thirsty from all that talking. Can you fetch me a glass of water? Sure. Ein Glas Wasser. Ab in die Küche, ne? Irgendwann ploppt hier der Kopf vom Real Estate Agent raus, vom Makler. Ah, warte mal, da hatten wir die Tasse gesehen, ne? Die staubige Tasse, okay, ist hier eine Spüle. Ja, läuft doch. Im Mordhaus. Wo war sie denn? Hier, ne? Habe ich mich verlaufen.
Oh, Moment. Noch länger. Hatte ich einen Schlüssel gefunden? Ach nee, einen Bleistift. Ah, I can use this to write down my progress. Ah, damit kann ich saven. Okay, mache ich da. Kann ich das beim Notepad da machen, wo der Typ mir die Nachricht hinterlassen hat? Hey, sweetie. Sure. Warte, ich check mal, weil ich will nicht wieder von vorne anfangen, wenn es hier wirklich... Bevor ich da hier... Appels immer noch? Ich will mal gucken. Ach, der Bleistift ist ein Farbband, also. Ich sag das doch gleich. Kann ich das hier benutzen? I can't use this here. Okay, anscheinend nicht. Na gut, ich dachte, vielleicht kann ich da mal saven. Aber es müsste eigentlich auch ein Retry oder so geben, wenn ich hier geschnappt werde. Also irgendwas, es muss ja einen Game-Over-Zustand geben. Hier gleich durch. Ja, ne? Okay, hier ist dein Wasser aus dem Inventory. Here you go. Thank you. Das hätte rausfallen müssen, so wie du es genommen hast. Egal. Wait, did you wash this? Natürlich, nicht. Yes. Oh, I just remembered. I found this key lying around. Oh. See if you can find a real story in this house. Something that nobody has reported on. And maybe we can get hired on a real network. Hey, what are you goofing around for? Set those lights up and let's get rolling. We're putting people to sleep here with this boring story. Time to sex this up. Hey, you. Me? Yeah, you. Put this sheet on. Gary, what the fuck are you doing? So ein Geist spielen oder was? No one's gonna want to watch this boring thing. And your dry reporting isn't helping. Oh. I'm reading the teleprompter. Da ist ein Teleprompter? People want to see ghosts. Okay, intern. When Dana says he still haunts the home he grew up in, I want you to run through the background. Got it? All right, let's do this. Okay, haunts the house. Muss ich durch die Tür laufen? The rampage started in late March 1979, when Smith walked into a local mall and took a seasonal position as an Easter bunny. A job meant to spread joy and cheer put him in the perfect position to abduct young children until his capture and execution in 1985. Many of the bodies have not been recovered. As told by the sole survivor, Randy Martinez, Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly Easter egg hunt while he stalked and murdered them. 2 years later, many say he still haunts the home he grew up in. Okay. What was that? Tom, did you get that? I apologize to the viewers at home, but I just felt an energy pass by behind me. Alter. Let's continue deeper into the house and see what secrets we uncover. Cut! That's good. This is ratings gold. Let's take a break and pick up in the bedroom. Great timing. I'm going to go use the restroom. Du stirbst auf der Toilette, mein Freund. Hey you, I'm getting hungry. Take the van and go pick us up some pizzas. Use the station credit card. Ich gehe raus aus dem Mordhaus, aber das bedeutet, wenn ich zurückkomme, seid ihr alle tot, oder? Wo laufe ich denn jetzt hier überhaupt lang? Da. Da ist die Tür. Nee. Da ist die Tür. Oh, ich will zu dunkel hier. Jetzt, ach, da ist tatsächlich eine Tür, die abgeschlossen ist. Okay. Also, ich hab einen Schlüssel von ihr bekommen. A very simple lock for a flimsy door. Das kann es nicht sein, ne? Ah, wir sollen hoch. Die haben schon abgebaut hier. Oh, da wird auf jeden Fall der Kopf drin sein. Nee, eine der Türen hier hatte ein flimsy lock, ne? War das hier gleich bei Gleis 9 3 Viertel, ja? Can't use this here.
Ah, hier war der Türknauf, der fehlt. Bei den anderen kann ich beides durch. Doch, das war... bei Harry Potter da unten. Ja, die leben noch. Did you find anything juicy yet? Not yet, but I think I'm onto something. This house is full of locked rooms. Ich habe auch oben noch gar nicht geschaut. I think there's something hidden here that nobody knows about. Good work. And don't mention this to anybody. Especially Gary. He'll steal any story from us. Also sie hat ein bisschen was erzählt von dem Mörder, wir haben ja das Gartenhaus draußen gesehen, wo auch die Knarre interessanterweise noch eine Knarre da rumliegt. Der hat die Kinder gezwungen, auf eine tödliche Ostereierjagd zu gehen. Na? Flimsy Lock. Ach, ich stand nicht genau richtig, aber das ist korrekt. Okay. Das ist korrekt. Oh Gott. I feel safe in this room, like nothing bad can happen. Aber das ist doch gut. Ach, das ist der Harry Potter Safe Raum hier. Moment. Jetzt ist. An empty journal. Maybe I can use it to write down my progress. Okay, alles klar. Und hier finden wir noch ein Farbband und ein Flashlight. Das kann ich im Dunkeln sehen. Kann ich es equippen? Aber es flackert. Okay, ist wirklich sehr eng hier, Harry Potter Style. Kann mal gucken, ob ich save. Okay, ich habe hier gesaved. Return. Do you want to exit the save menu? You need to use another pencil to save again. Yes. Ich habe hier schon gesaved und wir haben das Flashlight hier. Ich muss hier mal kurz eine Pause machen. Für euch sollte aber keine Sekunde vergehen. Ich muss hier kurz ein bisschen was erledigen. Ich bin gleich wieder für euch da. Bis in einer Sekunde. So, da bin ich wieder zurück. Wir können weiterspielen. Interessant, dadurch, dass wir jetzt den Safe-Raum gefunden haben, also klassischer Safe-Raum wie bei Resident Evil. Ups, nicht die Equipen. Jetzt geht die auch richtig an, die Lampe, ohne dass sie flackert. Und wir einmal gespeichert haben mit den Farbbändern, mit den Bleistiften, heißt es für mich, es war gar kein Autosave da drin die ganze Zeit. Das heißt, na gut, hier gab es auch nicht so eine enorme Gefahr bisher. Zumindest bin ich jetzt nicht in die Bredouille gestolpert. Oh, richtige Lichteffekte. Aber steht da hinten noch, ne? Ja. Aber wenn ich gestorben wäre, hätte es gleich Game Over gehießen und wahrscheinlich kein Autosave und wieder ganz von vorne. Das müssen wir uns merken. Wir haben jetzt auch nur noch ein Buch, einen Bleistift. Ich könnte jetzt raus und die Pizza holen, aber ich möchte, solange wir es noch Tag haben, erkunden mal mit dem Flashlight. Was mir einfallen würde, ist jetzt maximal, ja, hier hilft das auch schon mal ein bisschen. Aber unten, dieser komische, oh, was ist das, Terpentin? Grossest stove I've ever seen. Da, Reinigungsmittel. Greasy fridge. Nein. Macht sie nicht auf. Ah, warte mal. Kann ich den? Empty cabinet. Kitchen drawers. Guck mal. Ich würde unten in den Keller gehen. Bunch of junk. Noch ein Bleistift. Geili. Okay. I take it with me. Und hier. Komm, gib mir noch einen Bleistift. Oder eine Knarre. Oh, und ist das ein Schwamm? Oh, ich darf es nicht zu... Ist nicht, dass ich es zu lange nicht anhalten oder anlassen darf, sondern ab und zu mal flackert das Licht. Hier unten im Keller hatten wir ja den Bereich, wo wir nicht sehen konnten. Vielleicht gibt es uns jetzt ein paar Hinweise. Oh, shit. Was steht denn da? Da steht Zeug drauf, ne? Hey, aber diese Texturverzerrung ist wirklich schon enormst. Oh Gott, kann ich hier jetzt reinsehen? Dem abgetrennten Kopf? Was ist das? Ist das ein Mannequin? Okay. Da, genau, das ist der einfache Gang. Oh, warte mal, können wir jetzt hier mal schauen? Da, kann ich...
Nee, den kann ich den hier angucken? Nein. Und das hier war abgeschlossen, aber das können wir aufmachen. Okay, dafür haben wir nichts. Ups. Das mache ich hier falsch. Hier kannst du dich auch verstecken, aber da drumherum, ne? Guck mal, hier können wir... Empty Cabinet. Great Hiding Spot. Okay. Ah, da liegt was. Oh, hier ist ja ein ganz anderer Raum. Was ist das? Oh, a Crowbar. Ein Stemmeisen. Okay. I could use this to open something that's jammed. Also ich könnte aufbrechen, wie zum Beispiel das, Alter Malaka! Der ist an mir vorbeigelaufen, das habt ihr gesehen, oder? Ihr habt's auch gesehen, oder? Das ist eins der toten Kinder. Vielleicht kann ich das hier aufstemmen jetzt. Nee, magst du nicht. Kann ich eine der Türen aufstemmen, die keinen Türknopf hat? Was ist mit... Oh Gott, soll ich den abgetrennten Kopf jetzt schon mal finden? Oh Gott, es geht. Es ist kein Kopf. Es ist ein Türknauf. Ah, ich bin ziemlich erleichtert. Ich habe was Schreckliches erwartet. Ja, ich auch. Jetzt bin ich bin dezent enttäuscht. Es ist aus einem Grund versiegelt, aber... Oh, Crowbar ist jetzt auch weg. Okay. Warum ist sie weg? Das wäre eine tolle Waffe auch. Der Türknauf. Der Türknauf. Wo war's? In der... Wird's jetzt dunkler? Habe ich den Eindruck? It's getting dark already. Jetzt sagst du es auch. War das die Tür? I can't open it, the doorknob is missing. Oh Gott. Oh fuck. Okay, ein Fire Poker. Pretty good weapon. Ja, nimm den Fire Poker. Ein Schürhaken. Okay, so geht das. Kann ich eigentlich equipped lassen? Nur ein Piano. All fireplaces versiegelt. Och, ein Ostereierkorb. Fuck. Oh. You've unlocked it, oh. Okay. Dana, oh, die steht schon drauf, wenn es dunkel wird hier. Did you find anything juicy yet? Not yet, but I think I'm... I think... Okay. Oh, ups. Guck mal, da liegt hinten noch was, oder? Habe ich das übersehen? Ein Loch im Boden. I can see something shiny, but I cannot reach it. Okay, das kann sie wahrscheinlich nicht mit dem Poker machen. Nicht, dass ich aus Versehen Dana hier haue. Soll ich oben? Oben oder zum Auto? Ah, Malaka, da läuft wieder. Oh, lauf doch hier nicht lang. It's locked. Nee, hier hatte ich schon geguckt. Oh, fuck, und dann geht's... Der Fernseher läuft, fucking hell. Ach ja, der Strom war ja aus. Oh Gott, das macht mir so... Oh Gott. Oh fucking hell. Oh, ich trau mich nicht.
Ach, das ist nur ein einziger. Ah, solides Eisen. Ich kann das ohne Schlüssel nicht aufmachen. Okay, es ist nur eine einzige Tür da oben und kein weiteres Stockwerk. Da hätte ich eh nichts machen können. Dann, sind die hier, die Kollegen? Oder stehen die draußen? Nee, die haben gesagt, geh du raus und hol Pizza, was ich nicht gemacht habe. Da ist er. What's taking so long? I can't function on an empty stomach. Sorry, I'm going to go soon. Soon? Make it pronto. You know, this is a nice room. Let's film in here next. Ja. Und also, du sagst nichts über den Schürhaken, den ich mit mir führe. Okay, also das Haus ist überschaubar. Oh, das. Was war der Raum mit der. Mit dem Schrank vor dem Loch in der Wand? War das der hier? It's locked. Nee, das war der Fernsehraum, oder? Und ich weiß nicht, wo der Reporter jetzt. Der Kamera. Ach, das ist okay. Ich brauche zwei Leute. Ich weiß nicht, wo der Kameramann ist. Dann gehen wir runter und holen die Pizza. Weil dann muss ich zurückkommen und alle sind tot. Irgendwie sowas. Harry Potter, lass nach. Oh, wie das ausschaut hier. Alles rot. Oh, was für eine Stimmung. Oh. WTF, lol. Der Van, wer wird sowas machen? Da ist eine Nachricht am Fenster. Oh, fuck. Okay, ich lese die Nachricht. Oh, hör auf mit dem Sound, ey. Als ob jemand schreit. Ich muss was trinken erstmal. Okay, ihr könnt jetzt nirgendwo hin. Es scheint, als ob wir ein Spiel spielen. Ihr sucht Eier und ich werde euch... Oder ihr werdet Eier jagen und ich werde euch jagen. Ihr findet sie alle. Und ihr dürft dann los. Und wenn ihr sie nicht findet, dann könnt ihr es nicht. Achso, ja, cool. Hätte ich auch so lesen können. Ja, fuck. Nehmen wir das Auto. Kann jemand das Auto kurz schließen von dem hier? Weil das funktioniert. Ich laufe nach Hause einfach. Fuck. Oh scheiße, es ist zu. There's no reason to leave. Am I just going to run through the woods? Doch, es gibt mehr als genug Grund, hier wegzulaufen gerade. Meine Kollegin. Oh Gott. Also, irgendwann gehe ich jetzt ins Haus und es ist ein Tor. Warte mal, das. Kann ich das ins Gartenhaus? Oh fuck, sollte ich hier hinten sein? Oh, das ist alles so blutrot auch noch. Komme ich hier rein? Ich kann es auch nicht aufstemmen, ey. Ja, dann lass mich. Ich gehe vorne wieder rein, ich traue mich nicht zur Seite. Ey, ihr hättet das nicht in Rot tauchen brauchen, Leute. Oh, fuck. Gott, sie ist nicht mehr da. Sie ist nicht mehr da. Wo könntet ihr sein? In der Küche? Oder oben. Nichts in der Küche, oder? Äh,
Mit dem neuen Raum. Oh Gott. Ja, jetzt muss ich mal suchen, wo ihr seid, ne? Nur ein Piano. War die Tür hier immer schon offen? Ah ja, ich habe sie aufgemacht. Ja, entweder im Keller oder oben. Ah, er wollte oben drehen, ne? Oh Gott, Leichen. Where are the pizzas? There's something going on here. The van has been wrecked and the gate is locked. Where's Tom? I don't know. I can't find him either. Ugh, must be the goddamn real estate agent. I told you you'd get another 50 bucks when we were done. Come out, you chicken shit. Damn it, Gary. It's getting dark and this place is scary and gross. Can we finish this? Fine. I don't know where the hell Tom is, so you're gonna have to hold the camera. Muss ich das? What? I don't know how to work this. It's easy. Just hold it steady. That's about it. Okay. Action. This is Dana Turner on location. I've just been informed that we're stuck here. Someone has wrecked our van and we can't get our fucking pizza lunch promised by my producer. Is Anthony Smith, executed in the electric chair in 1985, back from the dead and back for revenge on anyone who enters his house? Find out soon if we don't get the fuck out of here. God damn it, Dana. Cut! I want my lunch. I can't work under these conditions. Fine. We'll take a break. Hey, intern girl, see if you can find where the hell Tom is. Lustig, dass sie die Kamera bewegen durfte. Okay, Tom suchen wir. Where the fuck is Tom? Okay. I hate this stupid job. Na, so eine VHS-Kamera fast schon, oder? Wir hatten tatsächlich so eine Familienkamera mit einem einem VHS-Rekorder, den man um den Arm, also quasi wie so eine Umhängetasche umschnallen konnte, um unterwegs dann aufzuzeichnen. Und wenn wir die nicht benutzt haben, durfte ich den Videorekorder quasi als meinen Videorekorder daheim benutzen. It's locked. Okay. Hier oben hatten wir ja schon geschaut. Im Keller hat er noch nicht geguckt, ne? Aber wer weiß, ob Tom vorher da gewesen wäre und jetzt da ist. Keller, oder? Keller hatten wir nicht geschaut, ja. Okay, ist Tom die erste Leiche? Geht's jetzt gleich los? Geht's jetzt gleich los? Da ist er. Oh, ist keine Leiche. Noch nicht. Tom, I didn't think I would find you. This is getting weird. Do you think the Easter Ripper is back? Ich glaube nicht, dass der Easter Ripper zurück ist. Ich weiß es, weil ich es bin. It looks like we're stuck here. All the doors are locked. Look, I found a key, but I can't figure out what it opens. Dude, da sind so viele verschlossene Türen, du hast es nicht herausgefunden. Let me see. You take it. Maybe you can find the door. I'm going to go look for another way out. I'll catch you later. Okay, er sucht einen weiteren Ausgang. Also allerspätestens jetzt müsste ich mal saven, ne? Denn da das andere Saven hätte ich mir wahrscheinlich sparen können, aber egal. Okay, einen großen Schlüssel hier unten im Keller. Oh, hierfür? Nein, ne? Großer Schlüssel ist hier wahrscheinlich. Hier am Platz, ja. Hier vielleicht. Oh Gott, war das immer offen? Ja, es war immer offen. Ich speichere jetzt. Nee, ich ertrage das sonst nicht. Oh, das wird mir zu heftig jetzt schon.
Ah, fuck. Okay, gesaved. Alright. Also jetzt mal kurz nachdenken, bevor es weitergeht. Wir haben einen Schlüssel. Hier gibt es einige Türen, die wir aufmachen können. Und auch das Dach. Oh Gott, jetzt ist es schon fucking dunkel, ey. Ah ne, das loopt wieder in die Küche. Okay, das ist es ja. Türknopf war das andere mit dem Pianoraum. Das hier geht zum Oh Gott. Ich habe was gehört. Help me! There's somebody else in here! No! What? Alter! Okay. Falsche Richtung. Fucking hell. Der Easter Ripper. Oh Gott. Oh Gott. Alter, der hat sie geköpft. Okay. I think I'm safe. Bist du dir sicher? Wie werde ich hier bloß rauskommen? Circuit breaker or something. Wo kann ich mich verstecken? Hier zum Beispiel? Okay, nicht aber schnell. What's this? Ein Brieföffner. Oh, fuck, ey. Kommt der nicht hoch? Kann mich im Kühlschrank verstecken? Alter, okay, mit Splatter halten sie sich nicht zurück. Jetzt ist Clock Tower hier, ne? Junk on the couch. Broken refrigerator. Wenn die Musik aufhört, muss es was Gutes heißen, ne? Hier hinterm. Okay, ich verstecke mich. Aber noch ist es nichts. Ein Bettrahmen. Der Circuit Breaker, hier vielleicht im Ofen was. Ich muss ganz genau mal durchsuchen hier erstmal. Also sie hat gesagt, I think I'm safe. No? Ich glaube, ich bin sicher. Und außer dem Bett. Ah, liegt da ein Zettel? Aber kann ich mir nicht angucken, ne? Solange ich hier noch ein bisschen Ruhe habe. Okay, geh nicht zur Tür, meine Liebe. Ah! Bleistift. Und ein Schrank. Okay, also Dana wurde geköpft gerade. Was machen wir? Wir gehen runter. Gesaved habe ich ja vorhin, aber ich habe schon fast Bock, nochmal zu saven. Was machen wir? Vielleicht in den Raum rein, wo gefilmt wurde. Ja, gehen wir da rein. Oh fuck, ich hoffe, der steht nicht vor der Tür direkt.
Oh, fuck. Danas Kopf. Oh. Holy shit. Da ist ein Osterei in ihrem Mund. Scheiße. Die fucking Ostereierjagd. Ich hab das Todesei. Das Ei mit der Tarotkarte des Todes, oder was? Ist das ihr Arm? Oh Gott. Oh, der andere ist aber hier nicht drin, ne? Das hatten wir uns schon angeguckt, ne? It's locked. Hatte ich noch einen Schlüssel? Oh, kann ich das hier benutzen? Oh, es geht! Oh! Das geht ja. Kann ich damit die... Ah, ich kann die ganzen verschlossenen Sachen damit aufmachen. You took the gun. Das ist ja der Hammer. Okay. Warte mal, das hat auch ein verschlossenes Ding, ne? Das ist ja der Hammer. Okay. Oh, super gut. Bleistift. Ja, geil. So, oh Gott. Der taucht auf, ne? Der taucht auf, der taucht auf, der taucht auf. Okay, also wir... Ganz unten gab es noch hier. Wie hat es genannt? Cabinet. Schrank, würde ich sagen, aber es ist ja nicht ganz Schrank. Oh Gott, es ist Zeit, sich zu verstecken. Ich kann wieder zurücklaufen hier, ne? Gott, Danas Leiche. Oh Scheiße. Oh fuck. Oh, ich bin so angespannt, ey. Bei den Matratzen, wo kann ich mich verstecken? Okay, er hat mich. Er hat mich. Okay, jetzt habe ich mich doch wieder versteckt. Was ist das? Ich wollte gerade schießen. Habe ich geschossen? Habe ich nicht geschossen? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Hat er mich? Hat er mich? Fuck. Bin ich im Wandschrank? Da ist er. Da ist er. Oh, fuck. Oh, Malaka! Da steht er wieder. Okay. Server ausgegangen. Okay.
Ich glaube, ich brauche eine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Aber ich mache jetzt erstmal eine längere Pause. Davon muss ich mich erholen. Oh shit, bis gleich für euch. Okay, Leute. Da bin ich wieder. Ich habe tatsächlich eine Nacht drüber geschlafen. Weil das hat mich so mitgenommen. Dass ich, wirklich nochmal die Ruhe gebraucht habe und ich fühle mich immer noch nicht bereit, dazu jetzt wieder reinzugehen. Was zum Teufel war das denn? Holy shit. Fall 2 hatten wir, ne? Oh, fuck. Und das mit limitiertem Speichern und, also ich konnte auch nicht wirklich was gegen den Hasen machen. Ich muss mich da verstecken. Die Steuerung war auch nicht gerade hilfreich, was es angeht. Wo waren wir denn jetzt? Schürhaken, Large Key für das Dach, ne? So, was hatten wir? Genau, es war jetzt schon dunkel. Sie ist... Ihr habt das auch gehört, ne? Jetzt muss ich kurz mal wieder drüber nachdenken, was wir gemacht haben. A hole in the floor. I see something shiny. Ich sehe was Glänzendes unten im Loch, aber ich kann es nicht erreichen. Da hatten wir nichts für, ne? Das ist der Schlüssel, den ich von Dana, hieß sie da, bekommen habe. Let's open something special. So nachdenken, war das schon der Schlüssel, mit dem ich ins Dach gekommen bin? Oh fuck, jetzt geht's los, oder? Okay, jetzt geht's los. Sound anpassen, zum Dach flüchten und dann aufs Beste hoffen. Help me! There's somebody else in here! No! Alter, diese Brutalität, ey. Holy fuck. Also, es gibt auch keinen anderen Weg für mich hier, ne? Und hier bin ich erstmal sicher. Der Easter Ripper, kann es sein? Wie kann ich hier raus? Okay, lass uns einmal vernünftig umgucken. Wo sind wir gestorben? Als er uns verfolgt hat, hier hatten wir einen Bleistift. Wir haben zwei Möglichkeiten zu save noch. Ich darf die nicht... Ach Gott, das limitierte Save macht mich so ein bisschen fertig. Das andere könnte ich wahrscheinlich... Circuit Breaker, okay, don't need to use this. Eine Lampe war hier. Hatten wir die vorhin gesehen? Ich weiß es nicht. Wo könnte ich mich verstecken? Hier oben, Dresser. Ach, hier war hier der Brieföffner? Ja, ne? Mit dem konnten wir die Sachen öffnen. Also eine Lampe, ein Circuit Breaker, also ein Stromunterbrecher, wenn das wichtig wird. Ja, bei sowas hätte ich zumindest gerne die Möglichkeit, mehr zu saven. Das wäre eigentlich ganz gut. Hier kann ich mich auch nicht verstecken. Broken Refrigerator. Also hier richtig verstecken ist hier nicht, hier oben. Außer auf Matratze. Ich frage mich, ob er mich weniger sieht, wenn ich... Und wann er auftaucht, ob das wie das gescriptet ist. Ist ja quasi der Scherenmann aus Clock Tower. Limitiertes Save, ne, ihr macht mich fertig. So, ich habe das Ei in Danas Kopf gefunden. Und dann habe ich die Schubladen alle aufgemacht. Oh Gott, bist du noch da? Was macht mich fertig? Dreh mal die Kamera um, ey. It's locked, nein. Danas Head. Das Osterei. Mit der Todes-Tarot-Karte. Oh Gott. Ich könnte mich hier verstecken, ne? Okay, also der Schäppke ist nicht hier, aber ich konnte hier in den Schränken das mittlere Watt zu, ne? Guck mal. Wenn ich hier im Menü bin, hält die Zeit hier eigentlich an, weil mein Charakter bewegt sich noch, ne? Hält die fucking Zeit nicht mal an im Menü? Dass ich kurz nachdenken kann.
Okay, dreimal saven. Ich muss so wahrscheinlich Pause machen, ne? Aber ich brauche ab und zu, glaube ich, auch mal eine Pause, um nachzudenken. Okay, sie nimmt automatisch das Richtige. Und hier war die Pistole. Aber die hat nicht so ultra viel geholfen. Ich kann zum Dach laufen. Was war denn hier? It's locked. Okay. Ich muss mich lieber verstecken als jetzt. Ich würde die Pistole lieber aufbewahren. Okay, ist er da? Auf den Sound achten. Oh Gott, oh Gott. Das macht mich fertig. Ich weiß gar nicht, ob ich das fertig spielen kann, Leute. Okay, hier haben wir was. Ich wollte in den... Oh, was ist das? First Aid Kit, das ist gut. Ich wollte im Keller gucken wegen... Im Keller gucken von wegen... Ah, aber der ist jetzt unten hier, oder? Fuck. Da war das verschlossene Cabinet. Ich kann mich hier verstecken. Was ist das? Gott. Hier. Hier, hier, hier. Magnet. Ich geh mal provisorisch kurz rein. Fuck. Ich muss hier tatsächlich nochmal. Nein, nein, geh nicht raus. Geh nicht raus. Geh nicht raus. Bleib mal da drin. Ich muss hier kurz noch Pause machen, weil ich muss was kurz dringend erledigen. Verdammt nochmal. Bis gleich. Oh, okay, da bin ich wieder. Also, was haben wir gekriegt? Einen Magneten haben wir gekriegt. Können wir damit eine der Türen aufmachen? Was könnten wir damit anstellen? Der Magnet. Ich weiß es jetzt nicht. Ich gucke erstmal. Gehen wir raus. Oh, Moment. Ist für meinen Controller nicht das. Okay, also wir haben einen Magneten gekriegt. Fuck, ey. Ich laufe wieder hier runter, wenn der da ist, ne? Oh, fuck. Also... Scheiße, ich brauche mehr Saves, ey. Ich brauche mehr Saves. Ah, ja, stimmt, das hatten wir ja vorhin gesehen. Könnte es das sein? Ja, ist es. Was kriege ich jetzt? Schlüssel. Hatte ich den nicht schon gefunden? Kommt mir das nur so vor? Vielleicht habe ich es auch verdrängt. Verdammt, ich hätte nicht die Nacht drüber schlafen sollen. Okay, in der Küche war doch noch so eine Tür, die ich nicht aufmachen konnte. Oh Gott, der ist gleich da. Hier, oder? Nein. Die konnte ich schon... Oh, fuck, 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 fuck. Ach, das ist die Außentür. Hm.
Das war die andere, okay. Hier oben waren ein paar Türen. Die hier, oder? Okay, I can't use this here. Die hier? Ne, die war schon offen. Scheiße, jetzt ist er da. Zum Dach laufen hinter der Matratze, wenn er da ist. Kann ich unter das Bett? Nein, das ging nicht, ne? Okay, der Fernseher geht hier wieder. Da war dieses... Kann ich das mit dem... Okay, kann ich nicht. Nee, das war's nicht. Wenn er da ist, zum Dach laufen. Oder in den Keller, eins von beiden. Okay, 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 okay. Die Tür hier, die Tür hier. Ja, ja, die ist es. Oh Gott. Gott, jetzt ist er da. Zum Dach laufen, wenn er da ist. Okay. Looks like a note. Read it. Wie oft kann ich speichern, ey? Ich habe noch nicht so viel gemacht, aber ich möchte sofort wieder speichern. Fuck, 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 fuck. Der große Hase beobachtet uns. Sein großes schwarzes Auge folgt mir, wenn ich mich bewege. Es schaut immer zu. Nachts höre ich Geräusche aus den Wänden. Das erste Mal, als ich sie gehört habe, war ich froh, weil ich dachte, dass du und Mami nach mir rufen, dass ihr kommt, um mich zu retten. Aber so war es nicht. Wenn das Schreien beginnt, bedecken die anderen ihre Ohren, aber ich versuche zuzuhören. Ich packe meinen Kopf an die Wand und halte meinen Atem auf, aber egal wie hart ich es versuche, ich kann nicht verstehen, was sie sagen. Sie schreien und weinen sehr viel. Es ist nicht Mami und du bist es auch nicht, aber es hört sich wie Erwachsene an und sie klingen wirklich traurig. Wirklich traurig. Hat sie auch sie, der Osterhase, mitgenommen? Okay, es ist eines der Kinder, wahrscheinlich, die hier waren. Das ist auch eine Tür, ne? Da ist was auf dem Bett. Alter! Dana is dead. Ah, du bist es noch. Aber du lebst noch? Help me find an exit. Ja, wir müssen hier raus, Mann. Na, ah! Nein! Oh! What the fuck? Okay, lauf! Ach, jetzt! Ach, da ist ein anderes Bett. Ist er weg? Oh, fuck, ey. Okay, hier kann ich mich auch verstecken. Was ist das? Da leuchten ein paar Sachen. Wait a second, da gibt's was. Ein Schwarzlicht. Ein Schwarzlicht. Ach, eine Lampe. Okay, eine richtige Lampe. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Gerät oder so. Wir hatten ganz oben. Okay, hier gibt's auch ein Bett zum Verstecken. Wir hatten ganz oben eine Lampenfassung. Wäre ich eh noch mal hingegangen. Ach, der Verwaltung, jetzt liegt hier so. Oh, warte mal. Nee, das ist der gleiche Text. Gehst du einfach durch, ohne dass du was sagst? Okay, lauf wieder rauf. Dana, lauf wieder rauf. Er hat die Tür auch zugemacht. Gott, könnte er hier oben sein? Dann lauf wieder zurück in das. Wenn du... Oh Gott, könnte hier oben sein. Hier gab es auch eine Matratze zum Verstecken, ne? Das hier meine ich. Das könnte es tatsächlich sein. Ja, 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 ja! Ach, Gott sei Dank für simple Rätsel hier. Okay, jetzt können wir mit Schwarzlicht... Oh, wir hatten mal eine Schwarzlichtlampe. Das war nicht sehr angenehm. Da hinten leuchtet's. Es war nicht sehr angenehm, um zu sehen, wie die Schmutzverteilung war. Ich sehe altes Blut, das von hinter dem Schrank kommt. Wegen dem Schwarzlicht, ihn bewegen. Was ist a dump waiter, ride it down. Ach, so ein Lastenaufzug, also so ein Essenslift, ne?
Dumbwaiter heißt das, okay? Sehr Silent Hill 2. Okay, wir reiten da jetzt runter. Ist anscheinend groß genug für uns. Oh Gott, wo gehen wir denn jetzt hin? Wo gehen wir denn jetzt hin? Fuck. Oh shit. Ich bin in den Wänden in seiner Mörderhöhle. Oh fuck. Tauch nicht hinter mir auf, sonst weiß ich nicht wohin. Oh Junk. Irgendwas Gutes muss doch hier drin sein. Mindestens ein Bleistift oder so. Na? Oh, Pistol Ammo. Stand da Pistol Ammo gerade? You've unlocked it, okay. You've unlocked it. Oh, zwei Türen, die aufgegangen sind. Also ich gucke erstmal und ich gehe gleich wieder zurück. Alter! Scheiße, das sind seine Skelett-Räume hier. Ich glaube, ich werde krank. Das sind die toten Kinder, oder was? Looks like a note. Read it. Das blonde Mädchen ist weg. Gracie hört nicht auf, den großen Hasen an der Wand anzustarren. Randall sagt, Schokoladeneier macht uns schläfrig. Ich werde heute nicht essen. Randall hat mir gesagt, diesen Song zu mich dran zu erinnern. Ich weiß ja, was es bedeutet. Ich habe es runtergeschrieben. 888 3553 1212 101088. Ich schreibe mir das mal auf. Ich notiere mir das mal. Habe ich hier einen Stift überhaupt? Scheiße, hätte ich dran denken sollen, ne? Dass da hier Notizen auf mich zukommen. Ich habe nur einen großen Edding. Ach, ich muss ja wieder so groß schreiben, dann fuck. Hätte ich dran denken sollen. Okay, also. Zum Glück habe ich ein Stück Papier immerhin hier. 8, 8, 8, 3, 5, 5, 3. 3, schon eine zweite Zeile machen, 12, 12, 10, 10, 8, 8, 12, 12, 10, 10, 8, 8, okay, was auch immer das ist. Lieber aufschreiben, sowas kann ich mir nicht merken. Okay, fuck. Looks like a note, ach, das ist die gleiche Note. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Bleistift. Oh, sehr gut. Also die nächste Gelegenheit wird gesaved. Ich habe schon sehr viel gemacht gerade hier. Oh Gott, steht er vor mir? Okay, also einer seiner Mörderräume. Oh Gott, ich sollte die Türanimation ausmachen. Das macht mich fertig. So, war das der Raum, in den ich reingegangen bin, oder? Ja, ich glaube schon, sie stand hier andersrum jetzt. Ja. Das ist eine. Ist das auch jetzt. Sind es hier seine Kellerverliese? Des Mörders? Oh! Sogar angekettet. Grauenhafte Dinge sind hier passiert, ja? Oh. Es würde schrecklich sein, so festgehalten zu werden. Will you take the rope? Oh! Ich habe Seil. Kann ich damit vielleicht aus dem Kellerfenster fliehen oder dem Bunny eine Falle stellen? Sorry to take this, aber ich muss hier raus. A makeshift toilet. Oh Gott, ey. Oh Gott. Okay, also. Fuck. Lastenaufzug hoch, wenn das geht. Dreh mal um. Da war der Lastner. Oh Gott, der steht um die Ecke. Das ist noch eine Tür, ne? I can't go back up. Okay, das sind drei Türen sogar. Zwei Türen. You've unlocked it. Okay, noch was. Read the note. Er hat wieder uns besucht. Oder mich besucht. Keiner hat ihn gesehen. Aber wir sind aufgewacht und da war ein großer Korb mit Eiern. Ich war so hungrig, dass ich fast vergessen habe, die Verpackung zu entfernen. Wir haben alle große Bisse genommen, aber als das
blonde Mädchen da gebissen hat, war ihr Mund voller Blut. Sie hat das Ei fallen lassen und in der Schokolade hatte der Osa seinen Trick gespielt und hatte scharfe Rasierklingen reingepackt. Da war viel Blut und sie hörte nicht auf zu schreien und die Wände starteten und begannen an sie auszulachen. What the fuck, dude? What the fuck? Dieses Kind scheint von der Kälte gestorben zu sein. Alter, eine Babyleiche. Eine verhungerte Babyleiche. What the fuck, dude? What the fuck? Gott. Also. Die ist Okay. Hier von Locked, wo sind wir hier? Ach, der Keller. Okay, ich gehe jetzt saven. Ah, Malaka! Sag doch gleich, dass du hier bist. Sag doch gleich, dass du hier bist. Okay. Okay, fuck. Du findest mich aber wieder jetzt, oder? Ich habe mich zweimal im gleichen Schrank versteckt. Okay. Scheiße, da stand er einfach. Und ich will doch nur saven gehen. Ich will doch nur speichern gehen. Also, vielleicht habe ich jetzt die KI ausgetrickst, indem ich zweimal mich im gleichen Ding versteckt habe. Beim ersten Mal, weil er mich gesehen hat, mich da gleich rausgeholt, ne? Ich bleibe sicherheitshalber die Minute jetzt hier. Oder geht er wieder? Da geht er auch wieder. Ne, da bleibe ich länger als eine Minute hier. Habe ich wenigstens einen Indikator irgendwie, dass die Musik aufhört? Ne, die Musik geht weiter. Holy shitballs, ey. Okay, jetzt hat die Musik aufgehört, aber ich vertraue dem Braten noch nicht. Okay, jetzt habe ich die Tür gehört. Warning bin ich schon. Scheiße, oh, ich habe das Health Pack jetzt schon genommen. Scheiße, ich wollte das eigentlich mir für später aufsparen. Fuck. Okay. Gleich speichern. Ich hoffe, er ist jetzt nicht da, sonst wieder zurücklaufen. Speichern, bitte speichern. Toms Kamera, sie ist kaputt. Aber das Tape ist noch da. Vielleicht kann ich herausfinden, was mit ihm passiert ist. Wir nehmen das Tape. Okay, also der Kameramann, stimmt, den haben wir auch noch nicht gesehen. So, hier gleich speichern, ne? Gleich zu meiner Linken. Also rechts auf dem Bild. Nein, falsch rum. Jemand hält die Tür zu. What? Ich habe die falsche Tür genommen. Wer hält denn die Tür zu? Fuck, ich wollte doch speichern. Okay, ich habe das Tape. Wo war die Videokasse? Oh Scheiße, was geht da? Help me, was? Was passiert hier? Ah! Warte! Ah! Ah! Vielleicht kann ich jetzt speichern, aber was war denn das? Ah! Okay, jetzt wird die Tür nicht mehr zugehalten. Was ist denn das? Spider-Bunny? Okay. Ich habe 4 Saves. Ich hoffe, das... Kann das Spiel noch allzu lang sein? Ich weiß es nicht, ne? Fuck, ey. Ja, bitte speichern. Okay, also ich habe die Videokassette gefunden. Return. Are you sure you want to exit? Ja. Ich habe die Videokassette gefunden. Oben war der Fernseher mit dem VHS-Rekorder drunter. Ne? Welcher Raum war das? Oben geradeaus bei der Treppe, glaube ich, da wo wir die Spinne gerade gesehen haben.
Pistol Ammo voll. Pistol, das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, wofür das Seil jetzt gut ist, muss ich sagen. Lass uns erstmal. Weil wir haben jetzt gesaved, jetzt sind wir ein bisschen Sicherheit habe ich jetzt, selbst wenn der Penner da ist. Oh Gott, aber oh, die Leiche immer noch hier, ey. War das hier? Nein, das war der Raum. Wo war die VHS? It's locked. Okay, das ist auch nicht. Da war Dana rausgekommen, ne? Da haben sie gefilmt. Das hier. It's locked. Hier. Ja. War ich eigentlich noch ein... Oh, habe ich hier mal nachgeguckt? Hier was drin ist. Schätze, das habe ich schon durchsucht, ne? Okay. Also, oh. Here goes nothing. Hello, is anyone there? I hear you. Come out. Okay, Tom. Deine Leiche. Oh, fuck. Okay, das ist der Pianoraum, ne? Oh, und dann versteckt er was im Piano. Okay, Tom hat's da gefetzt. Auch Tom. Hat der Killer irgendwas im Piano versteckt? Ja, aber dann ist keiner mehr über, der mir helfen kann. Looks like there's something behind, I can't move it myself. Oh Gott, okay. Also, Pianoraum, war das unten? Lass mich nochmal hier kurz checken. Nee, hier wurde der... Regisseur umgebracht, ne? Fuck! Oh, was? Er hat ihn aufgehängt. Gary ist tot. Oh Gott, ach, und er hat auch ein Ei drin. She took the egg. Jetzt habe ich zwei Eier. Death Egg, Hanged Egg. Alles also mit Tarotkarten. Okay, ach ja, das Eiersuchspiel, ne? Also ich muss also aus den Leichen hier Eier holen. Das heißt, ich muss auch Toms Leiche jetzt finden. Unten, ne? Hier gab es keinen... Warte mal, wo... Ne, das ist die Küche, ne? Ah, die mit dem Knauf. Die Tür mit dem Knauf in der Küche. Scheiße, ja. Okay, hier ist Blut. Stack of Boxes, hier ist das... Okay, ist er da? Nee. There must be another way to open it. Use the piano. Okay, ich kann ein Lied spielen. Nur die weißen Tasten. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay. Ah, Moment. Guck mal den Zettel. Ich habe mir doch diese Zahlen aufgeschrieben. 888, 353, 1212, 1010, 88. Okay, wie viel habe ich denn? 1, 2, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich hier, aber es fängt bei 3 an. Könnte das die 3 sein? 3. Ah, die schwarze Taste zählt vielleicht dazu. 3. Okay, könnte. Okay, 3, 5, 6, 7, 8.
8888 3553. Oh, IAIAO. Old MacDonald hat eine Farm. Ist es 8, 9, 10, 11, 12? Falsch! Ah, ein. Old MacDonald hat eine Farm. I-A-I-A. Oh, oh. Fuck! Schon wieder falsch. Nicht zwei zurück. 10, das ist die 8. Nee. Okay. Aber es war doch gerade Old MacDonald. Fuck. 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Es ist genauso, wie ich es aufgeschrieben habe. Fuck. 8, 8, 8, 3, 5, 5, 3, 12, 12, 10, 10, 8, 8. Oder bin ich allen zu wenig? Ist das hier 3 vielleicht? Okay, vielleicht bin ich eine Note zu... Vielleicht ist das nicht 3, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die 6. Das ist die 8. 9, 10, 11, 12. 12. Okay. Okay, wenn das die 1 ist. Ich mache mir das wahrscheinlich viel zu kompliziert. Aber eigentlich muss nur einmal die 8 sein. Wieso ist 8, 8 am Ende? I, A, I, I, O. Nicht O, O. Ist doch nicht O, O. Ist doch nicht ICQ hier. 12, 10, 8. 8, 8, 8. 3, 5, 5, 3. 12, 12, 10, 10, 8. 8. Das fällt mir jetzt nicht ein. Ich hab das genauso aufgeschrieben. Ich hab mich da doch nicht verlesen oder so, ne? Ich probiere es noch einmal, dann mache ich Pause, bis ich es gelöst habe, weil es ja Quatsch ist, wir es hier gemeinsam extra probieren. Irgendwo habe ich einen Denkfehler. Wahrscheinlich. 8, 8, 8. Komm, das ist Old MacDonald. Ich hör's doch. Na gut, Leute. Muss ich das Seil drumherum benutzen? Nein. Ich mach mal hier eine Pause und ich versuche das mal auszuklabüstern, wo mein Denkfehler jetzt ist. Und dann sind wir gleich wieder da. Bis in einem Moment. Verdammt. Okay, Leute. Da wären wir wieder zurück und... Also, ich hab... noch eine Viertelstunde rumprobiert und den Code auf verschiedene Arten probiert, aber so viel anders gab es nicht. Ich habe sogar noch mal die Note mir angeschaut und eigentlich habe ich es korrekt aufgeschrieben. Allerdings
Ich habe da nochmal gegoogelt, weil es ist wohl, also ich bin einfach nicht drauf gekommen. Es scheint wohl ein Bug im Spiel zu sein, der einigen Leuten auch passiert ist. Ich musste das Spiel beenden, neu laden, komplett neu starten und den Spielstand neu laden. Ich habe jetzt genau das eingetippt wie beim letzten Mal. 8, 8, 3, 5, 5, 3, 12, 12, 10, 10, aber nur einmal 8. Und jetzt, wait, I heard something unlocked. Also es ist wohl ein Bug, auf den ich gestoßen bin, der wohl auch, also das, was ich gelesen habe, ist wohl einem in der Xbox-Version passiert. Kommt wohl auch hier mit der PC-Version zustande. Wie auch immer, ne? Whatever. Mal sehen, was wir hier finden. Ja, warte mal, das muss ich einmal draufklicken. So. Noch ein Ei. Oh, und eine Sache, die ich auf dem Weg hierhin gesehen habe. Hier, das hatten wir ganz vergessen, der Eierkorb, ne? Easter Basket. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich schätze, weil, ich meine, das ist ein Eierkorb. Da sind Eier. Okay, ja, ja. Heißt das, jetzt haben wir, das ist das Ei von Tom wahrscheinlich, was ich da drin jetzt gefunden habe. Fool Egg. Und jetzt kann ich hier raus oder, oh, warte mal, so, was bleibt denn jetzt noch über? Wir hatten noch, ah, oh, fuck. Okay, also, das Ei ist drin, jetzt bin ich nur noch ein bisschen ratlos. Wir haben, also kurz mal zum Nachdenken. Genau, den Eierkorb hatte ich noch gesehen. Die konnten wir jetzt da reintun. Wir haben jetzt nichts gehört, dass da irgendwas im Haus passiert ist oder so. Oder irgendein Klacken. Es hieß doch, wenn wir die Osterjagd überleben, dann können wir hier raus. Ne? Alle anderen drei Leute sind tot. Oh, Moment, drei Leute. Ne? Tom, der Regisseur, Dana. Es gab ja noch den Real Estate Agent, ne? Den Makler. Der zählt natürlich auch mit rein, denke ich mal. Also vielleicht fehlt da noch ein Ei. Und wir haben ja noch ein paar verschlossene Sachen. Und ja, da waren doch noch verschlossene Türen, ne? Fuck, ey. Okay, in dem Keller, glaube ich. Oh. We're locked inside, okay. Tür außen ist nicht. Empty Cabinet. Ich muss vielleicht den, na, den Real Estate Agent finden, wenn er noch lebt, damit er mit mir den Schrank da wegschiebt oben. Fuck, ey. Ist er da? Ich habe was sich bewegen gehört. Oh Gott, ist das die Tür? Also konnte ich mich hier verstecken? Nein, ne? I don't want to watch it again. Just a cabinet, genau. Looks like there's something behind it. I can't move it myself. Ja, ich brauche die Hilfe von jemandem. Oder bricht der Typ von hinten raus? Kann ich das... Ah, fuck, ne, ich kann das nicht... Ich hau durch den Schatten durch. Ups. Hier konnte ich mich auch nicht unter dem Bett verstecken. Fuck, 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 fuck. Oh, hier kann ich mich aber verstecken, oder? Okay, das muss ich mir merken. Was habe ich denn? Ich habe den Letter Opener, ich habe das Seil. It's splitting. Müsste splitting nicht mit 2T geschrieben, weil I should be able to use it. Das Licht, der Schürhaken, die Pistole, drei Bleistifte, der Letter Opener. Da sind wir wieder beim Seil. Okay, warte mal. Letter Opener kann ich. Hatte ich schon probiert, dass ich damit stemmen kann. I can't use this here. Wirklich? Wirklich? I think I can tie the rope around this and pull it down. Alter, wieso sagt mir das Spiel dann, dass ich das nicht alleine machen kann, sodass ich denke... Moment, also das Rope ist tatsächlich für hier. Das ist nicht euer Ernst, oder? Hat das Spiel nicht explizit gesagt, ich kann das nicht alleine
runtermachen. Also denke ich, ich brauche Hilfe. Jemand, der mit mir schiebt oder zieht. Oh Gott, und jetzt knallt das runter und der Typ kommt. Ah, fuck, ey. Also, oh. Ja. Zum Glück gibt's nicht so viele Items, ey. Trial and Error. Aber wo komme ich jetzt hier hin? Das ist eine Toilette, ne? Nothing I need at the moment. Toilettenpapier? It's empty now. Es wird hier schon gebellt. It's empty, okay, nichts hier. Oh, 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 oh. Oh Gott, ich sehe da schon Blut. Ich sehe da schon überall Blut, ey. Ich gucke erstmal in den Schrank. It's empty. Nothing here, aber hier, gib mir hier wenigstens was. Na, nichts. Wirklich gar nichts. Hier aber. Oh, zwei Türen, ne? Nichts. Ah, Bandages. Okay, ein bisschen Health. Immerhin. Jetzt, also, ich sehe da Blut hinten. Ach, der Makler. Okay, der wird mir wohl nicht... Oh Gott, der wird mir wohl nicht helfen. Er hat was in seinem Mund. Ein letztes Ei. Okay, also der Makler ist auch tot. Das heißt, ich habe jetzt... You've unlocked it. Zwei Unlocks. Oh, da ist oben hier irgendwas, ne? Aber das sieht sie, das schaut sie sich nicht an. Das ist die Tür oben. Nee, da müsste Danas Leiche jetzt davor liegen. Okay, ich kann hier wieder zurück. Ich kann zum Dach fliehen, wenn er jetzt da ist. Ich würde jetzt saven gleich. Ich versuche zu saven, sonst zum Dach fliehen, wenn er vor mir ist. Das ist der... Okay. Hier ist Danas Leiche dann. Ah ja, beide Seiten. Okay, ich verstehe. Oh Gott. Oh, hab zu Harry Potter. Ey, das muss aber Harry Potters Raum, Interpretation oder Inspiration gewesen sein. Wie viele Blaustifte habe ich? Drei. Yes. Machen wir wieder beim ersten. Also, das letzte Ei reinlegen. Ich hoffe, dass das letzte ist. Und dann mal nachdenken, wo noch... Gehen dann die Türen auf? Kann ich hier weg? Okay, wo war das? Ach ja, Küche und dann... Oh Gott, der müsste aber bald Küche und dann durch, ne? Beim Pianoraum war das. Fuck, ey, fuck. Okay, 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 okay. Sei nicht da, sei nicht da. Okay. Do I need more eggs? Das sind vier Eier. Unlock the exit, you bastard. Was mache ich jetzt? Ist da irgendwas, was ich nicht gecheckt habe? Ich gucke die Außentür, ne? Vielleicht hat er sie jetzt aufgemacht. Aber ich habe dein Spiel gewonnen. Du darfst mich jetzt nicht noch weiter verfolgen. Ich gucke vorne und hinten. Oh, ah, ich hätte hier schon in der Küche hinten gucken können, ne? Shit. Ich nehme auch immer die falsche Tür. Gott, steh da nicht rum. Steh da nicht rum, ey. Die ist immer noch abgeschlossen. Fuck, 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 fuck. Okay, Tür hinten. Das Kellerfenster. Vielleicht dachte das Kellerfenster wäre fürs... Seil. Hier. Hier, hier, hier. Nein, auch abgeschlossen. Ah. Ja, was bleibt da noch rüber? Kann ich aus dem Dach raus?
ein Folterkeller hier unten. Ah, warte mal. Der Folterkeller. Da war auch noch was, was zu war, oder? Oder hatte ich da alles aufgemacht? Oh Gott, jetzt steht er da. Och, dieser Gang, ey. Dreh dich um, komm mal. Ey, da! Okay. Sie ist jetzt offen. Oh, fuck. Oh, shit. Ein Silent Hill Gang. Und eine Treppe. Okay. Das muss jetzt das Gartenhaus sein. Oder diese Gartenlaube, ne? Weil das führt vom Haus weg. Das ist das einzige Gebäude, in Anführungsstrichen, wo wir noch nicht drin waren. Ja. Die Gartenlaube. Kann ich die Tür aufmachen? Lockzeit. Quack. Hier war aber... Da war eine... Was war das? Eine Shotgun oder so? Oh, andere Seite. Ah! Okay. Tom? Was? Tom? Das ist... Moment. Tom, der Kameramann oder was? Aber... That's right. It was quiet. Innocent, Tom. Harmless. Walk all over him, Tom. Mama's boy, Tom! Well, I did. I killed them all. Okay, also, Moment, Tom, der Kameramann, ist der Mörder. Da sieht man sein Shirt noch drunter oder was auch immer das. Ah, nee, das ist nicht sein Shirt. Das ist die Schleife vom Easter Bunny. Und er hat uns hier hingelockt, um uns alle what? But why? To avenge my brother. Anthony wasn't the Easter Ripper. I was! He turned himself in to save me. Alter, wirklich? Du warst der Mörder die ganze Zeit? Und dein Bruder ist unschuldig im Gefängnis? Umgebracht worden? Naja, umgebracht. Todesstrafe? I thought I could control the urge to kill, but it's back. And now, I'm going to kill you! Nein. Oh Gott, oh, fuck. Okay, kurz nachdenken, bevor ich den Text weitermache. Der Schürhaken bringt wahrscheinlich nicht besonders viel. Ich denke mal... Bossfight hier, kann ich die Shotty noch finden? Oh, ich habe die Pistole, natürlich auch noch. Oh, fuck. Okay, da kommt er mir hinterher. Und er läuft auch noch super fix. Wo ist die Shotty? Fuck. Oh. Shit. Alter, wie schnell der auch ist. Okay, oh, und ich kann... Da das Menü nicht Pause macht, kann ich auch die Schusswaffe nicht so easy auswählen. Ach scheiße, meine Stamina! Oh fuck! Da ist die Shotty! Oh fuck, nein! Oh, das ist so heftig! Oh! You died. Okay. Ich rüste vorher die Schusswaffe aus. Scheiße, ich habe meine Stamina vergessen. Verdammt. Und dann geht's wieder aus. Wir starten nochmal neu. Ah, oh, fucking hell, ey. Okay, ich habe gesaved kurz bevor die Arie am Ende losgegangen ist. War das der erste Save hier? Weiß gar nicht mehr. Gucken wir gleich bei dem Items. Ich glaube, ich habe auf 1 wieder gesaved. Die Cutscene hat gespielt, als ich... Justice Egg. Ich habe jetzt gespeichert, nachdem ich den Typen in der Badewanne gefunden habe, ne? Okay, und... ja, ich habe den Health... Sticker hier, recover some health. Das heißt also, ich kann das Ei reinpacken und unten raus. Nicht zur Tür. Kann immer noch hier auftauchen. Das Ei reinlegen. Zum Keller. Die Shotty zuerst holen. Oh fuck. Ich hoffe, das ist das Finale. Wie viel haben wir jetzt? 220.
Zum Glück gibt es nicht so viele Sachen, wo man daneben gehen kann. Aber das mit dem Seil hat mich echt... Wirklich, ey. So, 4X. What do I do? Keller, Mordraum. Zuerst die Schotti. Ich hoffe, du läufst hier nicht herum. Ist das gescriptet, wann er rumläuft? Ne, das muss wahrscheinlich randomized sein, ne? Weil ich so oft verstecken musste ich mich jetzt nicht, aber das eine Mal war es umso heftiger. Okay, okay. Da. Also zuerst die Schotti suchen und nicht die Ausgänge checken. Beim Ausgang wurde das getriggert, ne? Schotti equippen ihn. Schneller schießen. So scheint so einer, das ist so ein typischer Filmmörder, dann, ne, der etliche Schüsse mit einer Shotgun braucht, bis er stirbt. Und dann habe ich auch noch 8 Schuss mit der Pistole oder sogar noch mehr mit dem Clip. Okay, okay, okay. Let's do this. Mann. Also, wo war die Shotty? Nicht zu den Türen hingehen. Hier hinten, ne? Die hatten wir ja von außen gesehen. Ja. Oh, geil. 4 Schuss mit der Shotgun. Okay. Tür. Und dann ist es kein Auto-Aim, glaube ich, drin. Ich muss also aufpassen. Okay, da ist es. Dab. Text weitermachen, wenn ich das machen kann. Natürlich laufe ich direkt in ihn rein, ey. Oh, okay, fuck. Okay, da stehen bleiben und einfach schießen ist Bullshit. Der ist auch einfach viel zu schnell. Oh, Alter, das ist heftig. Der ist einfach viel zu schnell. Okay, again. Ah, fuck, ey. Fuck. So, lass uns das beenden. Na, let us finish this. Da kann ich eigentlich, wenn ich das Ei rein... Oh, falls ich nochmal sterben sollte... Eigentlich noch ein Save machen, ne? Ja, ich mach mal einen im zweiten. Ich habe jetzt nur, kann ich nochmal zurückgehen, falls das Spiel doch noch länger ist. Aber ich will das hier nicht nochmal machen müssen. Ei reinlegen, wieder zurück. Auch wenn es jetzt 20 Sekunden sind am Ende oder so, aber... Ich will das aussparen. Wobei, 20 Sekunden... Na, okay, nee, das wird mich nerven. Ich save gleich nochmal. Weil das möchte ich nicht nochmal machen. Oh, warte mal, ich equippe auch den... Warte mal, erstmal das... Ach, ich muss direkt davor stehen. So. Weil es ist relativ egal, ob ich die Schusswaffe jetzt equippe oder nicht. Weil ich will ja die Shotty eh benutzen. Aber ich save jetzt einfach nochmal. Das mache ich aber auf einen anderen Save, sodass der erste erhalten wird. Das ist der Ausgang bei der Tür jetzt. Ich nehme mal die rote, das ist falsch. So, noch mit dem Potter-Raum. Und ich mache die Türanimation aus. Das ist jetzt auch egal, oder? Door Transitions off. Na? Das macht schneller. So. Ich mache das hier mal im zweiten. Der erste ist immer noch da. Okay, ja, geht um einige schneller. Keller. Oh, voll Idiot.
Ich dachte, das ist jetzt nicht mehr. Ich dachte, das ist jetzt nicht mehr. Ich dachte, das ist jetzt nicht mehr. Okay, jetzt folgt er mir nicht mehr, weil die Musik nicht mehr so rödelt. Fuck. Ich dachte, er kommt jetzt. Ich habe mich jetzt richtig erschrocken. Fuck. Okay, erstmal weglaufen gleich, wenn wir die Stadt hier haben. Fuck! Du Penner! Ich dachte, da ist gescriptet, dass er nicht mehr kommt, wenn ich das einmal so habe. Aber nein. Okay, wo war die Shotty? Drei Schüsse haben nicht ausgereicht. Vielleicht sind auch vier nicht genug. Okay, warte mal. Waffe ist Inventory 1-2. Okay, Inventory 1-2 ist die Waffe. Licht kann ich eigentlich anlassen. Okay, also sie ist zu ihm hingedreht. Ich müsste mich, sie ist so hingedreht, gleich mit der Tür. Ich müsste also so machen und erstmal weglaufen. Zu meiner Rechten drehen, okay. Oh, fuck, ey. Tom, du alter Penner! Tom? Fast. Und ein ganz anderer Tod jetzt hier. Oh, ich brauche kurz eine Pause. Aber das schaffen wir gleich. Fuck! Ich hatte ihn doch fast. Ich war zu greedy am Ende. Okay, die vier Schotti-Schüsse reichen nicht aus. Bis gleich. Oh, verdammt. So, da sind wir wieder. Ich habe mal für euch jetzt bis zum Bosskampf nochmal die Minute gespielt. Das hat mich auch richtig erschrocken davor. Verdammt, ich bin wirklich zu greedy gewesen. Kurz durchgeatmet. Wenn ihr gleich seht, Moment. Jetzt mal noch einklicken. Wenn ihr gerade seht, bin ich jetzt hier schon da, hab die Shotty schon geholt. Ich habe gemerkt, tatsächlich, je nachdem, wo man beim Inventory das letzte Mal gewesen ist und wieder rausgeht, bleibt es an dieser Position. Das heißt, es resettet nicht. Das heißt, ich sollte mir die Schusswaffe hier gleich reinlegen. Das heißt also, wenn die Shotty fertig ist, gleich rauf, die Pistole holen. Ich glaube, es gab doch ein Auto-Aim. Eventuell, warte mal, war das hier in den Input-Settings oder so? Doch, Auto-Aim ist dran, okay. Ich dachte, da ist kein Auto-Aim, aber wenn ich ziele, dreht sich automatisch hin. Das sollte mir helfen. Dann. Ja, das sollte mir auf jeden Fall helfen. Okay, wenn wir den drin lassen. Also, da geaimt und dann X zum Schießen. Nur aimen und schießen, wenn er schwingt. Tom? Nein, 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 wieder falsch. Okay. Okay, das ist schon besser. Nein, lass dich doch nicht erwischen. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Wo ist er, wo ist er? Oh, hab ich ihn. Hab ich ihn? Schnell das. Okay. Oh, er liegt da. Oh Gott. Schieß nochmal drauf, Dana. Ja. Schieß nochmal drauf.
Sicher ist sicher. Okay. Gott, kann ich jetzt raus? Gate ist locked. Okay, andere Seite. Oh Gott. Ah, ich wusste es. Ich hab da drüber drauf geschossen. You can't kill me. I'm the Easter Ripper. Okay. Okay, schnell weglaufen. Ich hab noch ein paar Schuss. Okay. Erdbeben. Die Tür ist auf. Was passiert? Okay. Zombie-Kinder. Zombie-Kinder kommen raus. Inklusive Justin auch noch. Ah, jetzt wird er von Zombie-Kindern gegessen. Jetzt ist meine Chance. Ich muss hier raus. Ja, lauf. Holy shit. Oh, Alter. Murder House. Okay. Okay. Leute, das war's. Oh. Moment, das muss ich erstmal verarbeiten. Also, Zombie-Kinder sind rausgekommen. Stimmt, ich habe hier auch immer wieder Geister gesehen, die dann durch die Gegend gelaufen sind. Und dieses Spinnending. Okay, oh, ist wieder beruhigen. Holy shit, was für ein Ende, ey. Aber wenn jetzt nicht noch was Unvorhergesehenes passiert, eventuell ist es ja noch was, was wir hier bei sowas sehen. Soll es das gewesen sein mit Murder House? Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ey, nettes kleines Retro-Survival-Horror-Ding. Ich hätte jetzt nicht das limitierte Speichern gebraucht. Die Steuerung, man hat gesehen, ich hätte auch noch ein bisschen das responsiver machen können mit Turning Speed und so weiter. Es hat sich ein bisschen floaty angefühlt. Ist vielleicht so rumgekommen, also von wegen mit dem Drehen und sich vernünftig positionieren immerhin. Okay. Was geholfen hat jetzt bei dem Bosskampf, nachdem ich ein paar Mal versagt hatte, war, dass ich tatsächlich mich auf das Auto-Aiming verlassen habe. Es ist eben schwierig mit den Perspektiven wechseln, da auch vernünftig drumherum zu laufen. Ansonsten aber, puh, das hat mich mehr mitgenommen als viele aktuellere Horrorspiele, muss ich sagen. Also, das war schon ordentlich heftig. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hey, wenn es euch Spaß gemacht hat, guckt euch auch die anderen Let's Plays hier auf dem Kanal an. Natürlich auch Horrorsachen, die ich gemacht habe. Warum nicht? Das Ganze zum Beispiel ist schon ein paar Jährchen her natürlich, aber das PT, Playable Teaser Let's Play, damals im Dunkeln, ja, komplett gespielt mit nur von Kerzenlicht angeleuchtet. Das war auch ein Erlebnis. Aber schaut euch hier auf dem Kanal an, rpgheaven.de. Denkt auch dran, wenn ihr es noch nicht macht, gerne supporten. Patreon.com/rpgheaven oder steadyhq.com/rpgheaven. Macht mir es möglich, solche Projekte wie das hier für euch umzusetzen. Und denkt auch dran, mein Buch ist natürlich draußen, das ABC der Videospiele. Überall im Handel erhältlich, wo es Bücher gibt oder natürlich auch online. Jetzt drücke ich mal auf Weiter. Beim Spiel mal gucken, ob jetzt nicht noch was kommt und ich nicht zu früh mich verabschiedet habe. Passiert da was? Special Thanks kommt da nur. Sehr vielen Leuten wird gedankt. Und da haben wir noch mal schöne Musik. Ja, dann lassen wir es doch mit dieser Musik ausklingen. Und ich sag noch mal den Dank hinterher und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Klackety Klack. Don't look back. Do 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 do